Ich bin bereit, Commander. Ich bin's auch. Möchte jemand noch was sagen, bevor wir loslegen? Die Kollektoren, die Reaper, die bedrohen nicht nur uns, die bedrohen alles und jeden. Für dieses Leben kämpfen wir. Es geht um das große Ganze. Es war eine lange Reise, von der jeder Narben davontragen wird. Aber das alles hat uns genau an diesen Punkt geführt. In den nächsten Minuten werden wir alles gewinnen oder alles verlieren. Machen Sie mich stolz. Machen Sie sich selbst stolz. Wir geben unser Bestes. Viel Glück, Shepard. Zeit fürs Finale. Aber was können sie uns entgegenstellen, ist die Frage. Was könnte der Endgegner sein? Wir werden es gleich sehen. Aber vorher müssen wir noch ein bisschen aufräumen. Weg mit dir. Und die nächste Runde. Kommen sie rein, kommen sie ran. Hier werden sie genauso beschissen wie nebenan. Schöner Treffer. Und fort. Na, komm schon. Nein, mein Freund, keine Kontrolle übernehmen. Ja, den Vorboten konnten wir natürlich vorher ein bisschen effektiver bekämpfen, aber da müssen wir einfach mal ein paar Schüsse mehr draufhauen. Das geht schon. Mhm. Ich sehe sie, Garrus. Und diesmal sogar von zwei Plattformen aus. Es gibt keine Furcht. So, erstmal den wegräumen. Es gibt keinen Schmerz. Es gibt keine Furcht. Also du nervst ganz schön, muss ich sagen. Oh. Okay, ich glaube, wir sollten erstmal ihn nehmen. So. Haben wir den schon mal weg. Mit Garrus sieht es mal wieder nicht so gut aus. Ich glaube, das ist er ja gewohnt schon. Der kennt das schon vom ersten Teil an nicht anders, dass er ständig drauf geht. So, und den letzten, den schmeißen wir einfach die Kante runter. Hat sich erledigt. Primitiv, aber wirkungsvoll, würde ich sagen. Oh, ich sehe schon die Ableger. Das wird ungemütlich. Oh. Gut, ich glaube, ich sollte mal ganz kurz einmal die Einigkeit aktivieren. Denn Garrus geht's nicht mehr so gut. Oh shit. So, dann haut mal rein. Ja, ich gehe schon in Deckung. Shit, Garrus ist schon wieder... was? Was? Ich wurde doch gar nicht angegriffen von denen, oder? Garrus war auch schon wieder hinüber? Was war denn jetzt los? Das habe ich gerade nicht ganz verstanden. Huch, da fällt mir gleich das Mikro ins Gesicht hier vor lauter Empörung. Das war jetzt irgendwie merkwürdig, weil ich gar nicht angegriffen wurde eigentlich. Soweit ich das jetzt wahrgenommen habe. Kann natürlich sein, dass das dann, wenn ich mir so ein Video anschaue, dass ich dann feststellen muss, oh, ich wurde doch angegriffen, aber ich würde denken, deren Angriffe galten nicht mir. Na gut, neuer Versuch. Dann machen wir es eben noch ein zweites Mal. Gut, mit dem hat sich's erledigt. Vielleicht sollten wir bei den Ablegern dann nicht ganz so weit vordringen. Mal schauen. Du fliegst weg. Du kriegst die Barriere um die Ohren und Garrus darf dich niederschießen. Ah, es reicht leider nicht, um ihn ganz runterzuhauen, ne? So, jetzt aber. Weiter nach vorn. Kommt schon. Traut euch, ihr Schweinehunde. Vorbei. Den schmeißen wir gleich runter.
Und jetzt geht's wieder los mit den zweiten Plattformen. Mensch, jetzt fällt mir das Mikro hier ständig um. So ein Ärger. Muss ich, glaube ich, gleich nochmal eine Pause machen, um das Mikro vernünftig aufzustellen hier. Das fällt gerade irgendwie immer wieder um. Ihre Angriffe sind primitiv. Sie können mich nicht verletzen. Meinst du, ja? Mal schauen, wie lange es dauert, bis ich dich wirklich verletzen kann, Kollege. Diese Verzögerung ist sinnlos. Jetzt kommen also die Ableger. Ich bleib doch hier hinten. Ihr kommt bitte auch hierher. So, erstmal die Kleinen weg. Und jetzt geht's los mit den Großen. Ich gehe gleich volle Kanne drauf. Wenn mal einer weg ist, dann wird's, glaube ich, kein Problem mehr. Aber so lange... Jetzt bist du haarig. So. Schlimmste Gefahr überstanden. Jetzt wird nur noch aufgeräumt. Kannst du so weit werfen? Na, nicht ganz. Müssen wir wohl mal einen Meter rangehen. So, neuer Versuch. Das hat nicht so unglaublich viel Wirkung, ne? Na gut. Vorbei. Hier ist es. Alle Schläuche führen hierher. Edi, was können Sie uns sagen? Was machen die hier? Die Schläuche führen in eine Art Superstruktur, die sowohl organische als auch anorganische Energiesignaturen abstrahlt. Den Werten nach zu urteilen, muss sie gewaltig sein. Shepard, falls meine Berechnungen korrekt sind, ist die Superstruktur ein Reaper. Nicht nur irgendein Reaper. Ein Menschen-Reaper. Oh ja. Das ist unser Gegner. Die Kollektoren haben anscheinend zehntausende Menschen verarbeitet. Um den Reaper fertigzustellen, sind erheblich mehr nötig. Was gewinnen die Kollektoren dadurch, dass sie Menschen in diese Reaper-Hülle umwandeln? Vielleicht führen sie das Reaper-Äquivalent zur Fortpflanzung durch. Oder es dient einem anderen Zweck. Für weitere Spekulationen habe ich nicht genug Daten. Jedenfalls ist klar, dass die Kollektoren dabei nur Handlanger sind. Die Technologie zur Erschaffung dieses Reaper stammt nicht von ihnen. Wahrscheinlich wird jeder Reaper von einer anderen Spezies gebaut. In diesem Fall haben das die Kollektoren übernommen. Die Kollektoren sind eigentlich Proteaner. Warum sollten sie den Reapern helfen? Die Reaper haben die Proteaner vor langer Zeit unterworfen. Wahrscheinlich haben sie versucht, einen proteanischen Reaper zu erschaffen. Und sind gescheitert. Mit der Zeit haben sie die Proteaner so verändert, dass sie ihren Bedürfnissen entsprechen. Sie haben sie verändert und zu Arbeitern gemacht. Zu Werkzeugen der Reaper. Warum wurden nicht die Asari genommen oder die Turianer? Wahrscheinlich, weil die Menschen durch Shepard Eindruck auf sie gemacht haben. Denn nur durch Shepard ist einer der Reaper vernichtet worden. Ich glaube nicht, dass das schon so oft vorgekommen ist. Sie bauen ihn so, dass er aussieht wie ein Mensch. Warum? Die Form eines Reaper scheint auf der Spezies zu basieren, mit der er hergestellt wird. Aber die anderen Reaper sehen alle ziemlich gleich aus. Reaper sind Maschinen. Wozu brauchen sie überhaupt Menschen? Inkorrekt. Reaper sind intelligente Konstrukte. Hybriden aus organischem und synthetischem Material. Der genaue Aufbau ist nicht bekannt, aber wahrscheinlich absorbieren Reaper die Essenz einer Spezies und machen sie sich bei ihrem Reproduktionsprozess zunutze. Was glauben Sie, wie viele Menschen sie noch verschleppen werden? Millionen. Vielleicht mehr. Genau lässt sich das nicht sagen. Dieser Reaper ist noch in einem sehr frühen Stadium. In menschlichen Begriffen quasi ein Embryo. Er lebt also noch nicht? Wir können noch verhindern, dass er erschaffen wird? Der Prozess kann aufgehalten werden, aber es lässt sich nicht genau bestimmen, wie viel bereits entwickelt ist. Ich kann Ihnen beispielsweise nicht sagen, ob er über ein Bewusstsein verfügt. Das Ding ist abscheulich. Edi, wie können wir es zerstören? Die großen Schläuche, die die Flüssigkeit injizieren, sind strukturell ein schwaches Glied. Durch ihre Zerstörung bricht die Stützkonstruktion zusammen und damit auch der Reaper. Geben Sie uns eine Minute, Edi. Wir müssen uns erst noch um ein paar alte Freunde kümmern. Jetzt kommt der Endkampf.
Hier wird es jetzt interessant. Wir müssen also den Reaper vernichten. Haben aber gleichzeitig noch ein nerviges Proteaner-Pack. Nein, Verzeihung, jetzt habe ich schon wieder Proteaner gesagt. Kollektoren-Pack im Weg. Das wir vorher noch wegräumen müssen. Und hier ist das Werfen mal wieder bombig, weil wir einfach die Leute runterschmeißen können. Ja, geht los, Garrus, ich weiß. So viele wie wir hinkriegen. Ah, zwei gehen nur. Aber ist schon mal gut, dass wir zwei direkt hingekriegt haben. Und mir geht die Muni für die Metroc aus. Scheiße. Das ist nicht gut. Leute, geht in Deckung. Mist. Komm schon. Weg mit dir. Geht's wieder auf? Ja. Und zweite Runde. Ist da noch eins? Nee. Geschafft. Der Reaper ist die Geschichte. Bodenteam, Statusbericht. Hey, wir halten die Stellung, aber es kommen ständig neue. Ein baldiger Abzug wäre wünschenswert. Gehen Sie zur Normandy. Joker, lassen Sie die Triebwerke warm laufen. Ich werde den Laden in die Luft sprengen. Wird gemacht, Commander. Commander, da kommt gerade ein Signal vom Unbekannten rein. Eddie stellt durch. Schlechtes Timing. Shepard, Sie haben das Unmögliche geschafft. Ich war Teil eines Teams. Einige davon haben für die Mission ihr Leben gegeben. Ich weiß. Wir werden Ihr Opfer nicht vergessen. Sie haben getan, was Sie tun mussten. Und Sie haben die Basis der Kollektoren eingenommen. Ich habe die Pläne vor mir, die Edi hochgeladen hat. Ein gezielter Strahlungsimpuls würde die restlichen Kollektoren töten, aber Maschinen und Technologie intakt lassen. Das ist unsere Chance, Shepard. Sie haben einen Reaper gebaut. Dieses Wissen, diese Grundstruktur könnte uns retten. Retten? Inwiefern? Sie haben Menschen verflüssigt und in etwas Schreckliches verwandelt. Wir müssen die Basis zerstören. Seien Sie nicht so kurzsichtig. Unsere beste Chance gegen die Reaper liegt darin, ihre eigenen Ressourcen gegen sie einzusetzen. Ich weiß nicht, Shepard. Was hier geschehen ist, war schrecklich. Aber wir müssen die Reaper aufhalten. Wenn wir die Basis zerstören, sind all diese Menschen umsonst gestorben. Sie haben direkt mit den Kollektoren zusammengearbeitet. Wer weiß, welche Informationen dort zu finden wären. Die Basis ist ein Geschenk. Wir können sie nicht einfach zerstören. Sie sind vollkommen skrupellos. Als nächstes wollen Sie dann vielleicht noch Ihren eigenen Reaper bauen. Mein Ziel ist die Rettung der Menschheit vor den Reapern. Um jeden Preis. Ich habe Ihnen das nie verheimlicht. Bedenken Sie doch, wie viele Leben wir retten könnten, wenn diese Basis intakt bliebe und wir das Wissen in ihr gegen die Reaper einsetzen würden. Und denken Sie an die Leben, die wir verlieren, wenn wir es nicht tun. Das glaube ich kaum, dass es so viele Leben retten wird. Das Einzige, was es bringen wird, ist eine neue Waffe für Cerberus. Und die wird nicht dazu gut sein, um Reaper zu vernichten. Das kann ich mir kaum vorstellen. Welche Technologie wir dort auch immer finden, es wäre die Sache nicht wert. Shepard, Sie sind im Kampf für Ihre Überzeugungen gestorben. Ich habe Sie zurückgebracht, damit Sie weiterkämpfen können. Manche würden behaupten, dass wir bei Ihnen zu weit gegangen sind. Aber sehen Sie doch nur, was Sie erreicht haben. Ich habe Sie nicht aufgegeben, weil ich Ihren Wert kannte. Und jetzt sollten Sie diese Anlage nicht einfach aufgeben. Denken Sie doch an das Potenzial. Du hast richtig gesagt. Der Kampf für seine Überzeugungen, für Shepards Überzeugungen. Und unsere Überzeugungen können wir hier nicht verraten, ansonsten, naja, wäre das nicht Shepard. Wir werden kämpfen und auch ohne Basis gewinnen. Angst wird nicht bestimmen, wer ich bin. Richtig. Denken Sie daran, was auf dem Spiel steht. An alles, was Cerberus für Sie getan hat. Sie... Weg hier. In 10 Minuten jagt die Überlastung des Reaktors die ganze Station in die Luft. Na dann nehmt die Beine in die Hand. Und da ist unser Freund wieder. Ich glaube,
Er ist definitiv schon bei Bewusstsein. So, jetzt müssen wir versuchen, irgendwie die Schwachpunkte zu treffen, aber das ist gar nicht so einfach. Oh, ich geh mal in Deckung. Okay, das wird jetzt ein bisschen kritisch. Ich muss erstmal wieder schauen, wie genau das jetzt ging. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, wir müssen immer diese Momente abwarten, wenn er kurz davor ist, abzuhauen. Also wenn er mal ganz kurz stillhält, dann muss man ihn irgendwie kriegen. Ansonsten haben wir gar keine Chance, da was zu reißen gegen ihn. Vielleicht können wir nochmal eine Drohne reinjagen. Ich weiß nicht, was das bringen soll, aber hey. Komm schon. Jetzt hält er gerade ziemlich lange still. Bester Moment. Ja, komm schon, Baby. Oh, was? Oh, sind da Gegner gekommen? Ich hab's gar nicht mitgekriegt. Ich hab mich gerade zu sehr auf den Kollegen konzentriert. Aber offenbar kommen da doch noch ein paar Kollektoren mit. Na gut. Zweite Runde. Diesmal bist du dran. Wir sollten uns bloß nicht zu viel Zeit lassen, denn wir wissen, naja, 10 Minuten sind nicht so lang, wie man vielleicht denken mag. Los geht's. Zur Runde 2. Deckung! So. Gut, zumindest ein bisschen Schaden konnten wir ihm schon zufügen. Die Frage ist, von wo kommen die Gegner? Ich habe es gerade wirklich gar nicht mitgekriegt, dass hier überhaupt Gegner kommen. Komm schon. Ah, okay, Garrus sagt es auch. Danke für den Hinweis. So, gehen wir mal hier hinten lang. Ich schieße dabei noch ein bisschen hier drauf. So, jetzt können wir uns mal um die Kollektoren kümmern. Weg mit euch. Sind ja noch welche, die mich irgendwie flankieren? Nee. Okay. Okay, Kollege. Panzerbrechende Muni, weiß ich nicht, ob das was bringt. Das stimmt in dem Fall sogar. Auf die Optiken von ihnen müssen wir schießen. Was? Nimm dein Pötchen weg, bitte. So, die Hälfte ist runter, aber ich muss sagen, mir geht langsam irgendwie meine Muni aus für den großen, für die große schwere Waffe, für den Partikelstrahler. Das ist nicht gut. Ja, macht ihr mal unten die kleinen, ich gehe dabei hier noch ein bisschen drauf. Hilft ja nichts, ne? Okay, der Vorbote selbst ist mal wieder da. Wo haben wir ihn denn? Hallo? Gegner? Ich sehe gar keine. Dann halt nicht. Okay. Wackel doch nicht so. Oh! Da fehlt was. Du Sau. Der macht mir die Plattformen kaputt. Der traut sich was. Na super. Okay, ich glaube, so langsam muss ich dann mal die Waffe wechseln. Ich weiß, ich habe noch 30 Schuss drin, aber ich will so viel wie möglich draufheizen, wenn er jetzt wieder hochkommt. Oh, fuck. Jetzt will er es aber wissen. Huch, ach, das war Garrus. Ich dachte gerade schon. Komm schon, viel ist es nicht mehr. Gehen bloß langsam die Plattformen aus, die er runterreißen kann. Hallo? Schön, dich wieder mal zu treffen. Komm, ich gehe weiter darauf. Ihr macht unten die Kleinen. Zieh durch! Noch ein bisschen! Yeah! Sieg! Dieser Reaper wird niemals fertiggestellt werden.
Na komm, Garrus! Jawohl. Wo ist Tali? Da, okay. Oh shit. Aber zumindest sind alle noch da. Hat es das Bodenteam geschafft? Alle Überlebenden an Bord, wir warten nur noch auf Sie. Mensch, Sie haben nichts verändert. Ihre Spezies hat jetzt die Aufmerksamkeit von Wesen, die Ihnen weit überlegen sind. Diejenigen, die Sie als Reaper kennen, sind Ihre Erlösung durch Vernichtung. Aber das wirst du nicht mehr miterleben. Dein Ende kommt jetzt. Tali hat uns. Wer, wenn nicht Tali, sollte da warten und uns rausholen. Und jetzt nichts wie weg hier. Detonation in 10, 9, 8. Ja, hab schon kapiert, Eddie. Festhalten! Der Vorbote war also nichts anderes als ein Reaper selbst. Wir haben es geschafft. Wir haben die Kollektoren vernichtet und sind alle lebendig davongekommen. Das freut mich, dass wir wirklich alle retten konnten. Ich würde sagen, das war eine ziemlich erfolgreiche Mission. Die Normandy hat es ein bisschen mitgenommen, aber nichts, was man nicht wieder reparieren könnte. Shepard. Es wird bei Ihnen zur Gewohnheit, mich mehr als nur Zeit und Geld zu kosten. Du hast gekriegt, was du wolltest. Wir haben sie vernichtet und alles andere ist mir scheißegal. Du kannst mich richtig doll am Arsch lecken, ganz ehrlich, Unbekannter. Die Basis hat zu viele Leben gekostet. Ich bedauere nicht, dass sie weg ist. Die ersten von vielen weiteren Leben. Die Technologie der Basis hätte die Dominanz der Menschen über die Galaxie gesichert. Gegen die Reaper und darüber hinaus. Und das ist alles, was Dominanz du wolltest. Der Menschen oder nur von Cerberus? Wenn Cerberus stark ist, ist auch jeder Mensch stark. Cerberus ist die Menschheit. Ich hätte wissen müssen, dass sie an unangenehmen Entscheidungen ersticken würden. Zu viel Idealismus von Anfang an. Tja, was soll ich sagen? Ich will einfach nicht, dass die Menschen sich über die anderen Alien-Spezies hinwegsetzen. Das ist einfach nicht in meinem Sinn. Von daher
Warum sollte ich unterstützen, dass die Menschen sich über die anderen stellen können? Es geht mir nicht um ihre Zustimmung. Richtig. Der Vorbote kommt und er wird nicht alleine sein. Die Menschheit braucht jemanden, der sich um sie kümmert und sie anführt. Ab jetzt erledige ich alles auf meine Art, ob Ihnen das nun passt oder nicht. Wenden Sie sich nicht von mir ab, Shepard. Oh, ich habe sie gemacht. Ich habe sie von den Toten zurückgebracht. Du hast überhaupt nichts gemacht. Du hast mich vielleicht von den Toten zurückgebracht, aber du hast keine Kontrolle über meine Handlungen. Joker, Kanal abschalten. Ich kündige. Mit Freuden. Aber wir werden uns wiedersehen. Kommen. Und es wird Zeit, sich ihnen im offenen Kampf entgegenzustellen. Das war Mass Effect 2 und es war mir eine große Freude, auch den zweiten Teil zu spielen. Natürlich werden wir uns direkt den dritten Teil vornehmen und dann wird Shepard nicht mehr an Cerberus gebunden sein. Dann können wir wieder frei von jeglicher Kontrolle durch den Unbekannten handeln und werden uns ihm auch entgegenstellen. Dort werden dann die ganzen Konflikte, die sich aufgetan haben, zwischen den Völkern, zwischen den einzelnen Gruppierungen, alle zu einem Höhepunkt kommen. Und wir werden einige Entscheidungen treffen, die für die ganze Galaxis von Bedeutung sein werden. Also dabei geht es nicht bloß um den Kampf gegen die Reaper, sondern wir werden nachhaltig einiges verändern im Gleichgewicht in der Galaxie. Das betrifft auch zum Beispiel den Kampf Geth gegen Quarianer oder die Genophage der Kroganer. Die Rachni werden auch wieder auftauchen. All diese ganzen Handlungsstränge, die irgendwann mal begonnen wurden. Und wir werden alle unsere ehemaligen Squad-Mitglieder wieder treffen und sehen, was aus ihnen geworden ist. Nicht alle werden im dritten Teil wieder mit dabei sein. Die meisten gehen nun ihren eigenen Weg, nachdem sie überlebt haben. Aber keiner davon wird vergessen, was er uns zu verdanken hat, dass wir ihn lebendig da wieder rausgebracht haben. Auf jeden Fall haben wir die Kollektoren besiegt, von denen werden wir wohl nichts mehr hören. Beim nächsten Mal geht's direkt gegen die Reaper und das sind nicht wenige. Wie wir die Reaper bekämpfen sollen? Vor allen Dingen in der Masse, das wird schwierig. Aber wir werden sehen, die Spezies finden Wege, die Reaper zu vernichten. Und ganz besonders Shepard ist natürlich ganz vorn mit dran, wenn es darum geht. Und da wird die Proteaner-Forschung nochmal richtig interessant werden. Denn da werden wir die ultimative Waffe gegen die Reaper finden. Aber wir werden sehen, ich will noch nicht zu viel verraten. Auf jeden Fall wird es richtig spannend mit dem dritten Teil, den ich sehr, sehr mag. Also ich weiß, das Ende wurde sehr kritisiert vom dritten Teil. Aber ansonsten mag ich das Spiel wirklich sehr, weil da eben vieles zu einem Ende kommt und zu einem Höhepunkt getrieben wird. Der zweite Teil, den haben wir jetzt gesehen, der ist auch großartig. Also, ich muss sagen, die ganze Mass Effect 3 ist ja super und hier mit dem zweiten Teil, da hat man so vieles verbessert im Vergleich zum ersten. Auch das Kampfsystem ist viel besser geworden. Die Squad-Größe ist nochmal ein Stück größer. Man hat ein bisschen an unwichtigen Nebenmissionen abgebaut, hat dafür ein bisschen mehr die Squad-Mitglieder in den Vordergrund gestellt. Finde ich gut. Und hier kommt nochmal, oh Gott, das wird glaube ich lange dauern, bis dieser Abspann durch ist. Denn hier kommen ja nochmal die Sprecher für alle Leute. Auch wenn das jetzt gerade, nein, das sind die Deutschen, stimmt.
Also, ich glaube, der Abspann wird noch eine Weile dauern. Auf jeden Fall hat es mich gefreut, das hier mit euch zu spielen. Ich hoffe, ihr seid beim dritten Teil wieder mit dabei, gern auch bei irgendwelchen anderen Projekten. Sagt mir auch gern, was für Spiele ihr sehen wollt. Das hier ist jetzt zwar eine Herzensangelegenheit für mich, dieses Projekt, aber es werden noch wieder Zeiten kommen, wenn Mass Effect durchgespielt ist. Gut, wir sehen uns beim dritten Teil hoffentlich. Bis dahin macht's gut, ihr habt euch wohl, haut rein, bis bald.